Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier von der Bergischland. Wieder mit dabei der Boxer und der Marc. Ein wunderschön hier beiden. Hallöchen. Hallöchen. So. Liebe Na, Leute, Chef? Es gibt ein paar Neuigkeiten. Ich fange kurz mit dem Wichtigsten an. Das Weizen. Du bist schwanger. Nein. Warum hab ich auch daran gedacht gerade, Marc? Ja. Ohne Witz. Gut, ich komme auf das Wichtige. Ne? Den Weizen letzte Woche habe ich einfach Fireboyne falsch gekauft. Weiß ich auch. Aber schön, dass es einigen aufgefallen ist. Wirklich. Sorry, ich kümmere mich später darum, dass der wegkommt. Wo habe ich gesehen? Mist. Weiß ich mehr, wo ich gesehen habe, Alter. Jungs. Da habe ich gesehen. Okay. Zweite Neuerung. Ihr werdet spätestens morgen merken. Und zwar werden wir etwas umplanen, die Bergische Landfolgen. Bei Werner wird es den Hofbergmann-Freitag quasi wieder geben. Deswegen, damit es einfach nicht zu viel wird, haben wir uns entschlossen, das Ganze jetzt auf Mittwoch und auf Sonntag zu verteilen. Das heißt, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Samstag und Sonntag jeweils 12 Uhr gibt es eine Folge. Damit ist dann auch, Jungs, brauchen wir nicht immer freitags um 5 Uhr aufstehen, ne? Finde ich auch ganz angenehm. Ich bin echt ein Frühaufsteher. Schade. Ja, aber am Wochenende um 12 Uhr, da schlafe ich noch. Echt? Wochenende um 12 Uhr schläfst du noch? Nein, Quatsch. Ich bin echt, also seitdem man wirklich im Berufsleben ist, ohne Witz, also ich kann am Wochenende auch nicht mehr richtig ausschlafen. Also, ich war, also so, weil man hat sich einfach schon, der Körper hat sich einfach so drauf eingestellt, was, weißt du? Moment, warte, ich muss mal... Nein, Ackergras abgeerntet. Was mache ich hier eigentlich? So, jetzt bin ich so durch den Wind, durch diesen neuen Folgenplan, ne? Jetzt habe ich unser Ackergras übersät mit Klee. Was machst du auf der Elf? Ich Idiot. Ja, nix. Immer alles super. Bekam dir das Wochenende nicht gut? Ich bin heute auch um 7 Uhr aufgestanden und wir waren mit meinem Sprössling heute im Schwimmbad. Schön. Ja, wirklich schön, aber ich habe keinen Mittagsschlaf gemacht. Hätte ich anscheinend lieber mal machen sollen. Ich bin völlig durch gerade. Pure. Gut, ich konzentriere mich jetzt. Ich sehe hier mal wieder Ackergras über, dann funktioniert das schon, Junge. Marc, ne? Bist du auch heute so verwirrt wie Uwe oder bist du normal? Ich bin eigentlich normal. Ich habe zwar wenig geschlafen, weil, wie gesagt, jetzt am Wochenende hatten wir Samstag die Küche von meinem Vater geholt gehabt. Ah ja, dann haben wir die sozusagen rübergestellt, also ein bisschen Anhänger reingeschmissen alles, dann bei uns wieder alles raus und dann auch gleich angefangen aufzubauen. Ja, das hat dann bis nachts um 12 Uhr gedauert, aber wir sind jetzt fertig mit der Küche. Also habt ihr eure Renovierung abgeschlossen? Richtig, Renovierung ist jetzt komplett fertig. Ja, perfekt. Aber dann, ich muss jetzt einfach mal so sagen, wart ihr auch relativ schnell, ne? Also wenn ich überlege, wir haben damals eine Küche in unserer Wohnung. Warte mal ganz kurz, wo willst du hin? Hier muss ich doch den Klee anbauen, oder nicht? Ist doch schon längst. Haben wir komplett. Du musst doch die 39 sehen. Warte, ich muss die 39 sehen. Verdammte Axt im Walde. Wo bin ich denn heute mit meinen Gedanken? Gut, was soll auf die 39 drauf, Jungs? Klee oder Ackergras? Ja, ey, ich dachte, da unten muss ich hin, weil noch Klee in der Seemaschine stand. Ich denke, Klee, das muss da unten gewesen sein. Verdammte. Sorry. Warte, ja, hör mal. Danke dafür, ne? Also, ja, dann mache ich da auch noch mehr Ackergras. Alter Falter. Gut, wir machen Ackergras. Weil auf dem anderen Feld ist ja auch schon Ackergras drauf. Dann holen wir das einmal runter und dann gucken wir, dass wir vielleicht umdisponieren. Oder? Warte, darf ich Sojabohnen machen? Nein, da ist Klee drauf auf dem Feld. Nein, auf der 41 ist Ackergras drauf. Achso, da meinst du jetzt, okay. Ja, darf ich hier Sojabohnen drauf machen? Ja, hau doch drauf. Mal ein bisschen was anderes machen. Ja, können wir. Ich sag schon. Das war ich. Okay. Jetzt, wo ich vermutlich am richtigen Feld angekommen bin, hat jetzt auch nur 4 Minuten gedauert. Mal hin. würde ich gerne mit euch nochmal weiter über die Kommentare quatschen, Alter. Ich muss das mal durchatmen hier. Ja, ich könnte gerade mich selber schütteln. Hast du uns denn jetzt auch gefragt, ob wir mit dir über die Kommentare sprechen möchten?
Nee, das lasse ich euch gar nicht erst so zur Auswahl, dann sagt ihr nachher noch nein, weißt du? Wollen wir das denn überhaupt, Marc? Also ich weiß nicht, eigentlich nicht. Okay. Ich fühl mich heute nicht so. Du fühlst dich heute nicht so, okay. Na los, schieß los, Junge. Ja, los. Wir hatten ja letzte Woche gefragt, ob wir das Sägewerk abstoßen sollen. Und tatsächlich ganz, ganz viele Zuschauer haben geschrieben, yo, hau weg. Jetzt haben ein paar Zuschauer natürlich nicht unberechtigt geschrieben, naja, vielleicht sollten wir es noch leer laufen lassen. Ich hab das im Singleplayer getestet. Wenn wir es verkaufen, kriegen wir immerhin etwas Geld für unser Holz, was da drin ist. Aber jetzt nicht die Welt, muss man einfach sagen. Also ich glaube, ich hatte im Singleplayer hatte ich da 130.000 Liter drin, ich glaube irgendwie so, und habe dafür nur 22.000 Euro bekommen. Das ist jetzt echt nicht viel. Wer erntet? Warte mal ganz kurz. Ist reif jetzt gerade? Die Feld 6 oder Feld 5, 2, 3 müsste reif sein. Ja, dann gib Gas. Das ist wichtiger als unser Gras auf jeden Fall. Warte mal, ich spring mal eben hin, ob es wirklich reif ist, weil ja. hier ist gerade. Achso, warte, ich kann dir das sagen. Ich bin ja upala, die Richtung. Nee, bei mir ist noch nicht. Ich bin eben ja dran vorbeigefahren. Weil außenrum ist schon. Ja, dann kommt es vielleicht demnächst. Sollten wir auf jeden Fall im Blick behalten. Okay, sorry, ich habe dich unterbrochen. Alles gut. Also jetzt ist die Sache, was sagen wir, ne? Also ein Zuschauer hat auch geschrieben, naja, wir haben doch gerade erst den Telelader gekauft. Ja, natürlich, gebe ich ihm recht. Aber wenn wir ihn jetzt noch veräußern, kriegen wir relativ viel des Geldes wieder raus, was wir reingesteckt haben. Jetzt würde ich gerne euch die Entscheidung treffen lassen, sofort veräußern oder warten, bis zum Beispiel leer gelaufen ist, aber... Also bis es leer, ganz ehrlich, bis es leer läuft, da ist hier vorbei, glaube ich. Gefühlt, ne, also sie verarbeitet sehr, sehr wenig. Ich weiß nicht, wie viel wir damals reingesteckt haben. Übrigens, sie ist schon wieder voll, ne, danke für nichts. 130.000 Liter haben wir jetzt noch drin, ich glaube von 300.000, die wir mal hatten, ich müsst ihr jetzt in der Folgenliste gucken, wann wir das Sägewerk gekauft haben. Wobei auch jemand geschrieben hat, und der Kommentar wird auch schon öfters hochgeliked, habe ich gesehen. Behaltet es so in der Art, weil viel Arbeit ist es jetzt hier nicht. Also für nichts tun verdient man schon. Ja, das ist richtig. Aber das Problem ist, ja, den habe ich auch gelesen. Ich glaube halt immer noch, also wie gesagt, Sägewerk ist gerade wieder voll. Jetzt weiß ich nicht, springt Marc hin oder soll ich hin springen? Ich springe hin. Dankeschön. Wir müssen halt irgendwie jede Ingame-Stunde geführt, ne? Also so alle anderthalb Folgen spätestens einmal da gewesen sein. Und die Balken von A nach B bringen. Und weiß ich nicht. Ob wir nicht mehr verdienen, wenn wir den Fokus auf den Rest lassen? Also auch die Zuschauer haben geschrieben, wenn wir hier schon nur Silage machen, dann sollen wir doch bitte auch wie auf der Holzer, wenn jetzt 10,50 fahren, was Werner sich da gegönnt hatte, musste ich sehr, sehr schmunzeln. Weiß ich nicht. Was bekommen wir dafür, wenn wir es wieder verkaufen? Das Sägewerk? Mhm. Fast den Preis, den wir bezahlt haben. Haben wir da nicht sogar auch was platziert für 30.000 oder sowas? Noch was weiteres? Ja, wir haben eine Verkaufsstation, Verkaufsstation ja. platziert, aber davon kriegen wir ja auch die Hälfte wieder. Und die hat nicht 30.000, sondern irgendwie 15, glaube ich, gekostet. Warte, ich gucke gerade mal. Ja, 15.000 hat die Verkaufsstation gekostet. Also 7,5 kriegen wir wieder. Das ist jetzt auch akzeptabel. Achso, und das habe ich auch noch getestet. Das ist auch noch sehr, sehr cool. Wenn wir das alles verkauft haben, die Sachen zum Beispiel, den Rindenmulch und die Hackschnitzel, die bleiben da liegen. Ne? Also die müssen wir noch selber wegräumen. Kriegen dafür natürlich aber auch noch das Geld für. Ne? Also deswegen ist das cool, nicht das wegräumen. Das hat halt natürlich auch noch mal ein bisschen was, ne? Ich möchte gerne auf eins hinweisen. Ja, bitte. Wir haben 17.14 Uhr. Ja. Ah, nee, du hast ja schon angefangen, Ballen wegzubringen. Ah, ja, stimmt. Okay, dann ist es ja nicht mehr so viel. Ja.
Hab ich nicht gesagt. Aber wir haben 17.14 Uhr und wir müssen mal langsam unser Feld runterkriegen, ne? Ja, die Frage ist, ob wir es da morgen früh ernten, ne? Ja. Weil wir werden es... Ich glaube, es wird nicht mehr reif. Ja, das weiß ich nicht. Das Ding ist, wir könnten halt dieses eine Stückchen da unten oder das auch ne, hier oben quer, was schon gewachsen ist, ernten, aber macht halt auch keinen Sinn, ne? Ja, Jungs, was sagt ihr zum Sägewerk? Also wir können das Thema gerne auch vertagen. Wie ihr wollt. Es ist halt schon viel Geld, wenn man ehrlich ist. Ne? Da kann man sich ja schon was Krasses kaufen, muss man ja wirklich sagen. Also ja, ich glaube 380 oder sowas kriegen wir raus. Irgendwie sowas habe ich im Hinterkopf, ohne jetzt im Menü nachgeguckt. Die Frage ist natürlich, ob wir uns davon mal einen richtig feinen Traktor kaufen. Also habe ich schon überlegt. Also wenn wir es verkaufen, 358.000 Euro. Ja, wie gesagt, die Leute haben geschrieben, ne, wir sollen hier aller Holzer-Stil, wenn wir schon die Silage-Boys sind, sollen wir uns auch bitte einen fetten Zehner-Fan vor die Tür stellen. Hm. Muss ich ja gestehen, ne, nachdem wir Feld 40 gekauft haben, könnte ich mir das gut vorstellen. Einfach nur ein bisschen, ne? Das Ding ist, Alter, wir können es ja... Es ist ja echt heftig. Wir können es ja echt auch das Feld kaufen, wenn wir... Ja, easy. Also das Feld können wir uns sehr leicht kaufen. Weil mir lacht ja auch noch. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde es geil. Weil das ist echt eine riesen Fläche. Feld 14. Lacht mich ja auch so ein bisschen an, muss ich sagen. Feld 14, ja. Das Problem ist, glaube ich, wir kommen an unsere Kapazitätsgrenze. Ja, auf jeden Fall. Die Frage ist, geht gar nicht, ne? Können wir das Mähen beschleunigen irgendwie? Nein. Selbst wenn ich einen schnelleren Traktor habe, wird es nicht funktionieren. Das hat, glaube ich, auch jemand in der Kommentare geschrieben. Genau, das haben die Leute auch geschrieben. Da haben sie auch vollkommen recht. Die Fast Bale ist da unser berühmter Bottleneck, weil die natürlich hinten fertig sein muss, wenn bis der nächste Balgen kommt und dann automatisch runterdrosselt die Geschwindigkeit, sodass es sich ausgeht. Das heißt, natürlich könntest du jetzt das Ganze beschleunigen, indem du nur mähst, aber danach beim Pressen bist du genau wieder so langsam. Also die Methode, die wir jetzt fahren, ist schon das Beste, was wir machen können. Selbst wenn wir jetzt vorne, naja, wir könnten es beschleunigen, wenn wir mit mehr Arbeitsbreite rangehen, ne? Bist du dann, ja. Also, geht ja noch was vorne am Schneidwerk? Nee, vorne nicht. Wir könnten halt den berühmten Krone nehmen. Ich weiß gar nicht, ob wir den jetzt schon drauf haben. Wo haben wir ihn denn hier? Den Big M. Dann könnten wir da natürlich noch was rausholen. Aber ansonsten wird's eng. Muss gleich mal gucken. Wisst ihr aus dem Kopf, was unser Mähwerk hat an Schneidwerksbreite? Eine Feld kaufen. Die 40. Ich muss gerade nach der Nummer gucken. Und statt einem fetten Traktor vielleicht einfach einen Big M. Naja, knapp 10 Meter mit der Fastbale hinter ist immerhin, ne? Fast anderthalb oder gut anderthalb Meter mehr als wir jetzt haben. Ich tue mich noch ein bisschen schwer, weil wir es ja eigentlich schon immer so gefeiert haben. Ich sag mal,
dass wir so breit aufgehört, dass es so abwechslungsreich ist, sei es ein Sägewehr, also dass wir so viele Sachen, unterschiedliche Sachen machen können, weißt du? Ja, ich weiß. Und das, ja, damit ist nochmal, ich sag mal, ein Zeichen mehr gesetzt, dass wir ja in Richtung Silage gehen, beziehungsweise ja, wenn wir jetzt neue Felder kaufen, kann man natürlich diskutieren, dass man was anderes drauf pflanzt, was wir jetzt gerade schon machen, ne? Das ja. Ist halt echt die Frage, ob man, also weil, ich weiß nicht, ob ich es weiter ausbauen würde noch mit Silage jetzt. Nee, Silage gar nicht, sondern auch, ne, wenn wir mehr Fläche bekommen, dass wir die schneller, beziehungsweise, ja. Ne, unsere bestehende schneller schaffen, wir noch mehr Felder ja benötigen. Aber ich würde sagen, lasst uns an der Stelle kurz aufhören und morgen um 12 Uhr weiter diskutieren, Männer. Ja. Oder überlegen. Perfekt. Liebe Leute, dann wie immer vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt immer noch gerne nochmal in die Kommentare, wie eure Gedanken dazu sind. Ihr seht, wir sind da immer noch unsicher, wie und ob und überhaupt. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Bis morgen. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.